Himalaya-Salzlampen sind nicht nur schön anzusehen, sondern bieten einige weitere Vorteile. Das getrocknete Salz der Urmeere ist ein natürliches Material, das in Kombination mit der Lampe positive Auswirkungen auf dich und deine Umgebung hat. Nicht zuletzt profitiert deine Gesundheit davon. Im heutigen Video geben wir dir 10 gute Gründe an die Hand, warum du eine Himalaya-Salzlampe zu Hause haben solltest. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Verbesserung der Raumluft. Das Salz der Lampen beseitigt mit Hilfe der sogenannten Hygroskopie Geruchs- und Schadstoffe aus der Luft. Das bedeutet, die Lampe absorbiert mikroskopisch kleine Wassertropfen, welche die Partikel aus der Luft in sich einschließen. Mit Erwärmung der eingeschalteten Lampe wird die absorbierte Flüssigkeit in gereinigter Form wieder freigesetzt. Dadurch wird die Luft unter anderem von Feinstaub oder Zigarettengeruch befreit. Nummer 2. Belebend bei chronischer Müdigkeit. Einerseits regt die salzhaltige Luft den Herz-Kreislauf an. Auf der anderen Seite wird eine erleuchtete Himalaya-Salzlampe von der Birne erwärmt und setzt negative Ionen frei. Aufgrund vieler elektronischer Geräte herrscht in der Regel ein Übermaß an positiven Ionen in unseren Räumen. Die Lampe schafft somit wieder ein Gleichgewicht. Da ein Ungleichgewicht den menschlichen Energiehaushalt stört, werden mit der Lampe Symptome für Erschöpfung und Müdigkeit vertrieben. Nummer 3. Nützlich gegen Atemwegsbeschwerden. Sowohl bei chronischem Husten durch Asthma oder Allergien, als auch bei akuten Beschwerden kann die Lampe helfen. Die gereinigte Luft trägt dazu bei, dass die Atemwege weniger gereizt werden. Das wiederum verringert das Auftreten der Krankheitssymptome. Nummer 4. Neutralisiert Elektrosmog. Insbesondere in der Nähe technischer Geräte werden elektromagnetische Strahlungen abgegeben, die den menschlichen Körper beanspruchen. Das bedingt Beschwerden wie Kopfschmerzen, Konzentrationsverlust, Schwindel, Unlust sowie Probleme mit dem Blutdruck. Durch die Eigenschaft des Himalaya-Salzes, elektromagnetische Strahlung zu neutralisieren, können solche Beschwerden vermieden und behoben werden. Nummer 5. Verbesserte Stimmung und Konzentration. Wenn du anfällig für Stimmungstiefs bist, hilft das orangene Licht, deine Laune aufzuhellen. Denn die Farbe Orange suggeriert Energie, Wärme und Freude. Sie wirkt damit positiv auf deine Psyche und belebt dein Selbstwertgefühl. Zugleich fällt es dir leichter abzuschalten und dich auf wichtige Dinge zu konzentrieren. Nummer 6. Reduktion statischer Elektrizität. Die statische Elektrizität in der Umgebung und an Gegenständen wird mit der Himalaya-Salzlampe ebenfalls reduziert. Das bedeutet, dass elektrische Schläge von der Türklinke oder lästige statische Aufladung von Haaren unwahrscheinlich werden. Grund dafür ist der bereits erwähnte Effekt, dass mit geringerer Anzahl positiver Ionen auch die elektrische Ladung in der Luft abnimmt. Nummer 7. Besserer Schlaf. Blutdrucksenkende Eigenschaften der salzigen Luft, reduzierter Elektrosmog und die Effekte des orangenen Lichts sorgen für körperliche und seelische Ausgeglichenheit. Mit der gewonnenen inneren Ruhe fällt es dir leichter, gut in den Schlaf zu finden. Nummer 8. Prävention gegen Herbst- und Winterdepressionen. Auf lange Sicht funktioniert die Lichteinwirkung gegen saisonbedingte Depressionen. Während in der dunklen Jahreszeit alles trist erscheint, sorgt das warme Licht der Himalaya-Salzlampe für ein Gefühl der Geborgenheit und Energie. Nummer 9. Umweltfreundlichkeit. Das Salz wird seit dem 16. Jahrhundert aus den natürlichen Vorkommen des Karakorum-Gebiets in der Nähe des Himalaya gewonnen. Für die Lampen wird verhältnismäßig wenig des Salzes abgebaut, sodass die Vorkommen noch lange erhalten bleiben. Die Basis der Lampe besteht zumeist aus nachhaltigem Holz wie Neem. Um zusätzlich auf die Umweltfreundlichkeit deiner Lampen zu achten, kannst du Energiesparbirnen oder LEDs einsetzen. Nummer 10. Hingucker in vielen Formen.
Eine Himalaya-Salzlampe kannst du in verschiedenen Designs finden. Es gibt Ausführungen im Glas mit besonderen Formen oder als Fassung für Teelichter. Du kannst dir für jeden Raum eine passende Lampe organisieren. Je nach Größe deiner Räume kann es auch sinnvoll sein, mehrere Lampen in einen Raum zu stellen, damit sie ihre Wirkung voll entfalten. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.